So, und es geht gleich weiter. Ich bin immer noch im schönen Pausemenü, damit es hier nicht weitergeht. Aber ich bin jetzt hier beim Kontrollpunkt und ich will natürlich hier helfen, den mitzuverteidigen. Wow, shit. Was hat der hier? Moment. Pistole, die Munition, okay. Die. Nein. Gut. Verdammt! Zack. Der ist auch tot. Gut. Ein bedauerlicher Vorfall. So, hier. Das sind alles Railroad-Agente. Nice, das. Ach, die Panzerung ist schon fast zerstört. Schade. Die bringt's nicht. Die bringt's nicht. Aber wenigstens hier. Yeah, nice. Zack, zack, zack. Nice. Schön viel Munition. Scheiß drauf. Ja, ich bin Kannibale, Entschuldigung. Fusionszelle, okay, gut. So, sind hier irgendwo noch Leichen? Da müssen normalerweise irgendwo noch Leichen sein. Von den Railroad-Agenten. Boah, ey, ich kann fast gar nicht reden mit dem Schnupfen, Entschuldigung. Ah. So, Noises. Wieder das zweite, nice. Ach, das ist halt für die Power-Rüstung da, das eine Tor. Okay. Das hier, aha. Ah, scheiß drauf. Nehmen wir nur. Nein! Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. So muss ich es machen. Ich wollte eigentlich nur den Kern mitnehmen. So. Okay. Gut. Ja, mal schnell speichern hier. Zack. So, hier noch die Leichen hier finden. Hier war noch ein paar, oder? Hier war ich schon. Ah, habe ich das vorher übers hingehabt oder was? Ne, da war ich noch nicht. Red X, ne, das brauchen wir nicht. Hier Waggons. Was ist das für Zeichen? Keine Ahnung. So. Jetzt können wir nicht mal rein, okay. Seht ihr hier irgendwo noch eine Leiche? Also ich nicht. Hier irgendwo vielleicht. Nein. Hier? Auch nichts, okay. Hier? Schade. Fast nichts mehr oder was? Oh Gott. Schade. Schade, schade, schade. Naja, okay. Gut. Dann gehen wir wieder mal zurück zu dem einen Haus da mit dem kleinen Kind drin. Ich glaube, das ist eine neue Mission, die wir machen können. Also so eine Nebenquest. Aber die bekommt nicht mal einen Hund, weil die will ja einen Hund. Wer das von der letzten Folge gehört hat, am Schluss noch. So. Moment. Ich kenne mich bald selber nicht mehr aus. Genau, hier ist es Styler. Genau hier. Da ist das Haus. Ein bisschen balanciert. Moment. Ist ganz normal. Ja, natürlich. Das schafft jeder Mensch. Jo. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja, natürlich. So. Ja. Ja, natürlich. Hoppala. Hoppala.
Nee, das war der Bunker. Moment. Wo ist dann das Haus? Hä? Leute, wo ist das Haus? Leute, wo ist das Haus? Ich find's nicht mehr. Scheiße. Verdammte Sch. Hoppala. Hoho, hoppala, hoppala, hoppala. Jetzt sind wir Galle unterwegs. Hey, ganz ruhig. Oh, voll in die Fresse. So. Tot. Rückzug? Aha, echt? Zu spät mit Rückzug. Scheiß drauf, die essen wir hier. Das macht eh keinen aus, wenn ich hier Leiche esse. Also, meinen Hund macht's nichts aus. Ich höre wieder irgendwo Stimmen. Leg ihn einfach um. Problem gelöst. Lasst mich gehen. Ich schwöre, ihr seht mich nie wieder. Ruhig jetzt. Du machst mich wütend, Sünd. Chatlayer, das hier. Julius Age. Hilfe! Sie wollen mich umbringen! Schnauze! Hör zu. Ich bin sicher, wir können das klären. Hier muss keiner sterben. Wohl kaum. Dieser Sünd hat uns wochenlang bespitzelt. Er weiß alles über uns. Wenn wir das Ding laufen lassen, hetzt das Institut uns in kürzester Zeit seine Leute auf den Hals. Warum sollten wir das riskieren? Wenn er wirklich zum Institut gehört, würde sein Tod die doch noch wütender machen. Lass ihn gehen. Es ist besser so. Das Risiko gehe ich gern ein, wenn dadurch ein Cent weniger auf der Welt ist. Wenn er wirklich zum Institut gehört, nochmal probieren, scheiß drauf. Noch wütender machen. Lass ihn gehen. Es ist besser so. Das Risiko gehe ich gern ein, wenn dadurch ein Cent weniger auf der Welt ist. Ihr solltet ihn gehen lassen. Überlegt doch mal. Wenn er euch was tun wollte, hätte er es doch schon lange getan. Vielleicht kauft er sich auch nur Zeit. Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Aber ich lass dieses Ding nicht laufen. Ihr braucht vor dem Institut keine Angst zu haben. Lasst ihn jetzt gehen. Sonst seid ihr beide tot. Scheiße. Du meinst das ernst? In Ordnung. Aber wenn ich dich nochmal sehe, verpasse ich dir eine Kugel zwischen die Augen. Oh mein Gott. Oh, danke. Danke. Und jetzt verschwinde von hier. Hallo. Bunker Hill. Ich muss irgendwie nach Bunker Hill. Bunker Hill, aha, okay. Wie wär's, wenn du einfach weitergehst? Okay. Der Typ hier schaut auch schon ein bisschen gestört aus. Schaut auch nicht mehr so fresh aus wie der. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, hier oben war doch noch irgendwas. Ich glaube nicht, oder? Moment, ich gehe nochmal hoch. So. Ja, hier kommt man den Weg. Aha. Oh, Gunner. Ach, Level 8. Machen wir es gleich so hier. Zack. Bist du tot? Bist du tot? Ja, du bist tot. So. Ganz sicher. Hä? Ja, du bist tot. So. Cool, die Leiche können wir immer noch essen. Die Logik, naja. So. Hier geht's ja immer noch weiter hier. Läuft. Hopp! Hundi? Dog Meat? Nein, oder? Nicht schon wieder. Jetzt fällt er wieder schon wohl runter. Vorher. Vor kurzem ist er von der Kirche runtergesprungen und jetzt springt er hier von der Brücke runter. Ich glaube, ich spinne. Will er sich selbst umbringen oder was? Meine Fresse. Hier sind bestimmt auch wieder Gunner. Alter, nice. Oh, oh. Das ist jetzt hier nicht so nice. Obwohl doch, ich habe jetzt... Moment, da muss ich hochkommen. Wie komme ich denn da hoch?
Ach, jetzt hier. Nein, doch, jetzt. Nice, gut. Lump mit Kapuze, die brauche ich nicht. Gleisbolster. Ich habe noch nicht so eine Armbrust. Da habe ich noch keine gefunden. Anscheinend gibt es solche. Hoffentlich finde ich mal bald eine. Also ich glaube, dass es eine gibt, weil für was sonst sollte es die Gleisbolzen geben? Also ich wüsste da nichts. Wie weit bin ich jetzt überhaupt schon gereist? Ach, ich bin da schon wieder. Alter, nee. Da gehe ich nicht weiter. Da gehe ich lieber wieder zurück. Joggen, joggen, joggen. Lauf, lauf, lauf. So, gehen wir gleich hier runter. Opsa. So, wo ist jetzt hier das eine Haus? Hier ist der Bunker. Bunker, bra. Oh, meine Stimme, ey. Hier. Weil hier war, glaube ich, genau, hier ist der Kontrollpunkt und hier, okay. Das müsste es sein, oder? Ja, ich glaube schon. Nochmal schnell speichern hier, zack. So. Ja. Hallo. Fritz. Ja. Was geht? Ja. Was? 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 Was? Ja. 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 Was? Dem fällt auch nichts mehr ein hier. Ja. Was? Was? Ja. Ja. Was? Was? Ja. Was? Was? Ja. Ihr wisst, was ich meine. So. Ach, okay. Das können wir nicht nehmen. Ja, eigentlich schon, aber. Hey, Kumpel. Den Anzug kenne ich. Du gehörst zu denen, die unter der Erde leben. Alles klar, ja. Moment. So. So, Bro, was geht? Wie der da hockt, wie so eine alte Oma. Und ich so, yo, voller Gangster hier. Ne, ohne Scheiß. Ich bin gestört. Oh Mann, ey. So, gehen wir mal weiter hier. Eine ganz kurze Verschnaufpause. Oh, okay. Ach, hier, genau, hier sind die Dinger. Entsperren und Wicked Shipping Wohnwagen Schlüssel. Okay. Chad hatte ich schon den Schlüssel. So. Servus. Was ist los? Hey, wie geht's dir, Kumpel? Was soll's, Junge? Was soll's? So, okay, dann gehen wir mal weiter. Ich sehe unten wieder auf der kleinen Leisten-Map, so nenne ich das mal. Ja, ist eigentlich eine, so eine Leiste. Das genau vor uns irgendwas so ähnlich ist wie so. Schaut aus wie so ein Wohnwagen. So schaut das aus, ja, wie so ein Wohnwagen. Jetzt habe ich's. Oh, meine Stimme. So. Mal schauen, jetzt gehen wir mal in die Richtung, was da auf uns wartet. Ich glaube ja auch so ein Wohnwagen. Also schaut auf jeden Fall so aus. Schaut nicht mehr so schön aus. Ja, vielleicht hier ein bisschen Sonne, aber ich glaube, jetzt regnet es gleich. Glaube ich. Halleluja! 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 So, weiter geht's. Alter, hier voll düster. Krass. Och nee, sag mir jetzt nicht, dass wieder Regen. Oh nee. Das Raider, der betet. What the fuck?
so ein Raider, der betet. Ich habe das noch nie gesehen, weil die Raider, das sind halt so solche Gangster, die ja einfach skrupellos sind und ja, gnadenlos sind. Und der betet hier. Echt jetzt? Hoppala, hallo. Ich wollte dich doch nicht stören, aber okay, wenn du mich angreifen willst, dann stirbst du halt. Zack! Zack! Oh, voll in die Fresse. Zack. So, dankeschön. Sturmmaske, aha. Hoppala. Da wirst du gleich hier weggeschlesselt bei deinem Freund. Ach so, da ist ja noch keiner drin, oder? Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich will es nicht wissen. Okay. Auf jeden Fall, hier war ich auch noch nie. Hier bei dem Grab. Ach so, das ist ein Baum. Okay. Okay, okay, okay. So. Mal wieder Schnellspeicher. Zack. Mal wieder eine andere Waffe benutzen. Zum Beispiel die hier. Den Alien Blaster. Wilder Ghoul. Moment. Tot. Jetzt schon wieder überall Fässer, radioaktive Fässer. Hallo Kollege, das ist legendär. Nice, komm her, komm zu der. Nein, shit, da waren über 3 Minen da drauf. Jetzt ist er tot. Läuft, wirft 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Okay, Alter. Ich wollte doch noch selber killen, aber nein. Ich gehe dann lieber weg. Die Strahlung, die tut mir nicht gut. Nee, ist nicht gut für meine Haut. Nein, nein, nein. Moment, da muss ich mir wieder so eine Raid Away reinpfeifen. Moment. So, besser. Hallo. Ich bin Puh der Bär. Ich hab Hunger. Hallo. Ich bin ein bisschen verkrüppelt, aber okay. What the hell? Wie sich der anhört. Ich bin Puh der Bär. Und ich hab Hunger. Danke fürs Fleisch. So, kann ich was Leckeres kochen? Und zwar Puh der Bärsuppe. Kronkorken, zack. Rocky Doros Park. Okay. Fisch. Schaut nicht mehr so frisch aus, der Fisch. Frischer Fisch. So. Oh, hallo. Tschüssi. Danke für die Kronkorken. So. Danke fürs Fleisch. Ist da noch ein Kollege von dir hier irgendwo? So, ja, wieder ein bisschen Strahlung abbekommen. So, wieder Munition. Zack, zack, zack. Ich müsste mal wieder zu meinem Versteck und dann wieder das ganze Zeugs ablagern. Dass ich die ganze Zeit hier mit mir trage. Das ist doch gruselig, oder? Ja, ist echt gruselig. Ich sehe dich. Ja. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Du siehst mich, ich mach dich jetzt fertig. So. Entschuldigung für die Kleinkinder, die hier zuschauen, aber die hat mich so böse angeguckt. Das musste sein. Ushanka. Ushanka. Okay. Moment, ich muss mal hier auf der Karte schauen. War ich da überhaupt schon mal? Hier war ich ganz sicher noch nicht. Ah, ja, okay, jetzt war ich hier. Jetzt Power, die wird aber noch angezeigt.
Okay. Okay, okay. Gut. Also haben wir hier irgendwo noch was Besonderes. Was? Baseballschläger. Was haben wir denn hier? Baseballmütze. Und ein Captain Cosmos Plakat. Okay. Ja gut. Dann will ich mal sagen, dann gehe ich mal wieder zurück hier. Zu meinem Versteck. Wie schaut's hier aus von den Werkstätten hier? Aha, aha. 15, 15, 18. Das Log. 17. Was? Dunkelwasserbaustelle? Auch okay, 10 Leute, okay. Sanctuary 22. Okay. Alles klar. Gut. Dann gehen wir wieder zurück hier. Zack. Per Schnellreise. Ist natürlich praktischer. So. Ich bin jetzt schon Level 59, jetzt habe ich schon 3 Level Ups. Ich könnte jetzt mal wieder was aufleveln, ohne Scheiß. Du hast nicht mehr viel Zeit, um das Ziel für bla bla bla. Okay. Okay. Also erstmal den ganzen Schritt hier reinpacken. Hier, ach, hier gibt es auch so eine Taste. Gesamten Schrott einlagern, okay. Ach, ich mach das lieber hier manuell. Zack, 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 zack. Macht mehr Spaß. Ich mag es auf Knöpfchen zu drücken. Richtig gut. Oh mein Gott, bist du zweideutig. Ja, so. Okay. Ey, aufpassen, Junge. So. Blutpaket, rein damit. Rein damit. Mischlingshundfleisch, okay. Miroklei Fleisch. Alles selbst gemacht. Tattoo, cooles. Aha. Ach, da kann ich auch wieder solche Rippchen machen hier. Lecker Schmecker. Die bringen fast 200 Leben. Ja, genau zu sein. Genau 165, aber es ist echt viel Leben. Ja, schon viel Leben. So, und ich koche jetzt hier gleich wieder was Schönes. Aber erst tue ich hier noch das ganze andere Zeugs rein. Pools wieder. Rein damit, das brauche ich nicht. Kronkorkenmini brauche ich auch nicht. Kiromini brauche ich auch nicht. Okay, das war's eh schon. Nice, gut. Perfekto. Und jetzt kochen wir ein bisschen. Jetzt kochen wir was, komm. Jetzt koche ich mal was hier. So. Hoppala. Du solltest dir einen Schirm besorgen, sagt sie zu mir. Aber sie läuft hier nackig rum hier beim Regen. Alles klar. Ist alles in Ordnung? Freut mich sehr, dich wiederzusehen. Deine gute Gesellschaft fehlt mir wirklich. Aber ich halte mich mit Wissenschaft und Forschung beschäftigt. War wohl doch nichts. Wie du meinst. Oh Gott, nackige Frau, die feucht sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist die erste. Wo ist die zweite? Huhu. Wo ist die zweite? Ich habe immer Zeit für dich, mein Schatz. Oder du weißt, ich habe immer Zeit für dich, mein Schatz. Ja, danke schön. Und wo ist die dritte Lady? Wo ist sie denn? Gluck, gluck. Wo ist sie denn? Hallo, guck, guck.
Piper, wo bist du? Piper. Hier ist sie. Und Piper. Nichts bleibt für immer verborgen. Aber die ist zumindest schon ein bisschen fett, oder? Ich nicht fett, habe. Aber die hat schon... Brauchst du was? Doch leicht an der Taille. Dort hier schon ein bisschen mehr als die anderen Frauen hier. Naja. Wieder wegschauen. Passt. Reicht mir. So. Noch die Magazine hier reintun. Die Comics, die ich gesammelt habe. So, wo haben wir es denn? Nix. Hier, zack, rein damit. Tabu-Tattoos, genau. Dass wir da beim Planschbecken gefunden haben, das weiß ich noch. So. Ach, hier haben wir auch noch eine Wahrnehmungswackelpuppe. Und hier noch das Zackrenner mit. Nice. Schon fast voll. Ja, gerade auch nur noch eins und dann haben wir zwei Regale voller Comics. Ich bin stolz drauf. So. Und nur zur Info, ich schaue mir da nicht irgendwie andere Videos von anderen Leuten an und suche die genau auf der Map, wo die sind. Nein, ich sammle die einfach nur random. Also ich laufe einfach die Gegend rum und finde die einfach. Okay? An die Leute, die es nicht glauben können, dass ich schon so viel habe. Immerhin, jetzt habe ich auch schon 6 Wackelpuppen. Und ja, ich glaube, das war's jetzt schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe auch, euch hat wieder diese Folge gefallen, falls euch überhaupt das schon mal gefallen hat hier. Falls ihr überhaupt schon mal zugeschaut habt, ich weiß es natürlich nicht. Momentan sind die Aufrufe ein bisschen low, muss ich sagen, aber naja, was soll ich da machen? Auf jeden Fall, es werden natürlich weitere Videos kommen. Auf jeden Fall, natürlich. Keine Sorge. Außer es wird vielleicht... Es sind dann so wenig Aufrufe... Dass ich dann sage, nee, ist nicht nötig, dass ich aufnehme, aber das wird natürlich bestimmt nicht weiter hier passieren. Und ich freue mich schon, wie schon gesagt, auf die DLCs, die jetzt dann bald rauskommen müssten. Also eins müsste noch jetzt rauskommen. Für Fallout 4. Mal schauen, wann es rauskommt. Und ja, bis zur nächsten Folge. Peace. Ich glaube, ich werde jetzt aufhören. Mal schauen. Also, Peace, haut rein und euer Skykiller. Wuffi. Entschuldigung, dass ich auf dich gezählt habe, mein Freund, das wollte ich nicht. Wuffi.